KIZ, Hurra, die Welt geht unter, featuring Henning May oder Henning Mai. Oh, Reggae-Vibes oder so, ne? Gott, wir tragen Feigenblatt, schwingen an Lianen übern Heinrichplatz. Und die Alten erzählen vom Häuserkampf beim Barbecue in den Ruinen der Deutschen Bank. Vogelnester in einer löchrigen Leuchtreklame. Wir wärmen uns auf an einer brennenden Deutschlandfahne. Und wenn einer auf der Parkbank schläft, dann nur weil sich ein Mädchen an seinen Arm anlehnt. 3 Stunden. Das ist Maxim, oder? Richtig, der Rapper, der jetzt gerade dran ist? Ja, ich glaube, Maxim heißt der, ne? Den finde ich echt ganz nice. Der hat irgendwie auch was so an sich. Ich finde den echt ganz gut. Untertrieben jetzt. Understatement. Ich meine, den finde ich richtig, richtig, richtig gut. Auch hier so ein bisschen Dystopie. Ich rätsel gerade, in welche Richtung das Ding geht. Ob das nochmal an Fahrt aufnimmt oder wie die Hook ist. Also wenn da steht featuring Henning May. Woher kenne ich den Typen? Der sagt mir irgendwas. Henning May oder Henning May, der sagt mir irgendwas. Den habe ich irgendwie schon mal gehört. Bei einem anderen Song oder so, glaube ich. Es ist auf jeden Fall so ein bisschen, das Setting ist klar, ja, wir befinden uns so in einer Welt, die Welt ist vielleicht gar nicht mehr da oder in einem anderen Zustand, postapokalyptisch und, Parkbank schlägt, dann nur weil sich ein Mädchen an seinen Arm anlehnt. 3 Stunden Arbeit am Tag, weil es mehr nicht braucht. Heute Nacht denken wir uns Namen für Sterne aus. Danken dieser Bombe vor 10 Jahren und machen Liebe, bis die Sonne es sehen kann. Weißt du noch, als wir in die Tische ritzten in den Schuhen? Bitte Herr, vergib ihn nicht, denn sie wissen, was sie tun. Unter den Pflastersteinen wartet der Sandstrand. Wenn nicht mit Rap, dann mit der Pumpgun. Und wir singen im Atomschutzbunker. Hurra, diese Welt geht unter. Hurra. Okay, ihr habt mich. Gotcha. Ihr habt mich. Damn it. Jetzt weißt du, woher ich den kenne, den Typen. Das ist natürlich eine Maschine, ne? Krass. Ich muss es nochmal wirken lassen. Der Song ist irgendwie, würde ich sagen, so komplett irgendwie nicht das, was ich jetzt gerade eben von KIZ erwartet habe. Das ist wirklich ein Song, ist ein Song mit einer Message. Aber wir müssten die einzelnen Parts auseinanderpacken, ja. Trotzdem, die Hook jetzt hier, ich finde, ich weiß nicht, wie viele Leute sich den Song nur wegen Henning angehört haben. Ich finde, der hat halt so eine Stimme, so eine Voice, ey. Der schneidet halt Klaas damit einfach. Und wir singen im Atomschutzbunker. Hurra, diese Welt geht unter. Hurra, diese Welt geht unter. Hurra, diese Welt geht unter. Und wir singen im Atomschutzbunker. Pfeil und Bogen, wir erlegen einen Leckerbissen. Es gibt kein Knast mehr, wir grillen auf den Gefängnisgittern. Verbrannte McDonalds zeugen von unseren Heldentaten, seit wir Nestle von den Feldern jagten. Schmecken Äpfel so wie Äpfel und Tomaten nach Tomaten. Und wir kochen unser Essen in den Helmen der Soldaten. Sorry, ich komme nicht über die Leinen weg, seitdem wir Nestle von den Feldern jagten. Ey, das ist wirklich bezeichnend, das ist zwar traurig, aber wahr, ey. Da will ich ja gar nicht damit anfangen. So, ich gucke direkt mal auf meine Wasserflasche. Ah, es ist, die Firma mit D ist nicht viel besser. Ah, das ist jedes Mal so, ne? Wenn ich so irgendwie Songs höre und dann reflektiere ich mich selbst und denke mir so, damn it, Anni, damn it, du hast wieder was Böses gemacht. Nein, das ist natürlich krass. Also wirklich, die Message ist richtig geil hier. Die Hook ist brutal. Ah. Ich finde, KIZ hat echt ein Talent, jedes Mal den Finger in die Wunde zu legen, bei dem das dann vielleicht, oder schmerzt zwar vielleicht kurzfristig, aber man hat trotzdem immer so das Gefühl, okay, du wirst jetzt nicht verurteilt, weißt du, was ich meine? Ich finde, die spielen so mit den Wörtern, so geht es mir jedenfalls, dass sie halt gesellschaftskritische Themen ansprechen, ähnlich den gleichen Vibe, den ich so bei Alligator bei manchen Songs hatte. Aber du bist trotzdem nicht so derjenige, der Buhmann ist, sondern du wirst irgendwie so mit reingezogen und du denkst drüber nach, aber du fühlst dich jetzt dazu angegriffen, dass du sagst, boah, du gehst jetzt in voll die Abwehrhaltung, weißt du? So in die Trotzreaktion, sondern du denkst darüber nach. Also das finde ich sehr schön. Ich könnte mir auch vorstellen, dadurch, dass Henning May jetzt hier oder Mai auf dem Song mit dabei ist und die Hook so krass singt, haben wirklich ganz viele vielleicht auch einen Zugang zu KIZ gefunden. Ja? Also ihr habt gerade geschrieben, so im Radio
könnte ich mir auch vorstellen, dass viele den hören, die Hook hören von ihm und denken, oh, was ist denn das? Und dann nachschlagen und vielleicht gar nichts mit KIZ anfangen können, aber trotzdem nur wegen dem Song jetzt irgendwie reingezogen werden oder zumindest so in dieses Gateway reinkommen. Das finde ich geil. Schmecken Äpfel so wie Äpfel und Tomaten nach Tomaten. Und wir kochen unser Essen in den Helmen der Soldaten. Du willst einen rauchen, dann geh dir was pflücken im Garten. Doch unser heutiges Leben lässt sich auch nüchtern ertragen. Komm, wir fahren in den moosbedeckten Hallen im Reichstag, ein Bürostuhl-Wettrennen. Unsere Haustüren müssen keine Schlösser mehr haben. Geld wurde zu Konfetti und wir haben besser geschlafen. Ein Goldbarren ist für uns das gleiche wie ein Ziegelstein. Ja, Mann, ohne Witz. Ey, denkt ihr, dass es so weit kommt? Das ist krass, ne? Das Video ist zwar schon so ein bisschen älter, aber die Thematik bleibt ja wahrscheinlich immer gleich. Das ist so krass. Das fand ich heftig. Mich hat das so gerade wegen dem Reichstag und Moos bedeckt, hat mich so an den 6. Januar erinnert. In Staaten, was da passiert ist, ihr wisst, was ich meine. So. Das war natürlich auch krass, ne? Das war so ein ähnlicher Vibe. Natürlich jetzt in eine andere Richtung, aber da habe ich dann auch gedacht, boah, was geht da gerade ab, so, ne? Also thematisch ist es wirklich zeitlos, finde ich cool, aber auch mal sich sowas vorzustellen, wie sowas aussehen könnte. Deswegen finde ich cool, dass die da auch so eine Lines damit so ein bisschen spielen. Ne? Also so ein Bild zeichnen, wie könnte so ein Zustand denn aussehen, wie kann man sich das Ganze vorstellen, will man das wirklich, kann man heute noch was dagegen machen so und ja, leider, und ich muss sagen, leider ist die Thematik immer noch aktuell. Der Kamin geht aus, wirf mal noch eine Bibel rein, die Kids gruseln sich, denn ich erzähle vom Papst, dieses Leben ist so schön. Er braucht dein Leben danach. Er braucht dein Leben danach. Er braucht dein Leben danach. Und wir singen im Atomschutzbunker. Hurra, diese Welt geht unter. Hurra, diese Welt geht unter. Hurra, diese Welt geht unter. Und wir singen im Atomschutzbunker. Hurra, diese Welt geht unter. Hurra, diese Welt geht unter. Auf den Trümmern das Paradies. Hinter uns, wir rauchen Ott, spielen Tauler. Dort, wo früher der Potsdamer Platz war. Wenn ich aufwache, streiche ich dir noch einmal durchs Haar. Schatz, ich geh zur Arbeit, bin gleich wieder da. Wir stehen auf, wann wir wollen, fahren weg, wenn wir wollen. Sehen aus, wie wir wollen, haben Sex, wie wir wollen. Und nicht wie die Kirche oder Pornos es uns erzählen. Baby. Das hätte ich von KIZ jetzt nicht gedacht, dass die Line kommt. Also von der Kirche schon, aber das ist ja mal krass. Also ich hatte irgendwie KZ irgendwie nur so in Erinnerung, dass die, oder was heißt in Erinnerung, aber mein Bild so war, dass sie ein bisschen vielleicht assi sind, mal ganz straight up. Wahrscheinlich auch mega intelligent, mega klug und das aber sehr, sehr gekonnt einsetzen. Also nicht wirklich assi, sondern so ein Image haben von nach außen hin. Aber die Line hätte ich jetzt nicht erwartet. Das muss ich sagen, respektabel. Also das ist schon geil, ne? So die Adult-Film, die Blue-Movie-Line mit der Kirche so, ist schon krass. Also das, allein das hat jetzt schon gereicht, damit ich mir so mein Kopf gerade ein anderes Bild widerspiegelt, was ich gut finde. Also meine Meinung hat sich gerade in eine sehr, sehr positive Richtung gedreht. Wie die Zeit mit dir war so wunderschön. Ja, jetzt ist es wieder aus, aber unsere Kinder weinen nicht, denn wir ziehen sie alle miteinander auf. Erinnerst du dich noch, als sie das große Feuer löschen wollten? Dieses Gefühl, als in den Flammen unsere Pässe schmolzen. Sie dachten echt, ihre Scheiße hält ewig. Ich zeig den kleinen Monopoly, doch sie verstehen's nicht. Ein 100-Euro-Schein? Was soll das sein? Wieso soll ich dir was wegnehmen, wenn wir alles teilen? Und wir singen. Das ist auch natürlich eine schöne Idee, ja. Aber es regt zum Nachdenken an, sagen wir mal so, ne? Egal wie man jetzt da argumentieren möchte, ich finde, es regt zum Nachdenken an. Ich finde es cool. Ich finde sowas auch immer, immer wichtig. Und gerade so jemand wie KIZ, dass die sowas machen, finde ich cool. Hier bei Henning, ich würde immer gerne jetzt ein Teechen machen, sagen, da guck mal hier, so ein Halswärmer, Bronchialtee. Aber der Typ ist natürlich next level, ey, was geht denn bei dem? Das ist natürlich, der hat echt eine Stimme. Vor allem, er sieht auch gar nicht so aus, ne? Der könnte jetzt auch irgendeinem Hörsaal sitzen von irgendwie einem Audi Max in der Uni Berlin und Sozialwissenschaften studieren und sich Notizen machen. Meanwhile hockt er im Atomschutzbunker, Alter, und singt, als hätte der, keine Ahnung, so S-Tier Voice. Das ist schon sick. Im Atomschutzbunker. Okay.
live kann ich mir vorstellen, dass das wirklich ein krasser Banger ist. Also wenn er da live noch mit am Start ist, so, dann ist das echt GG, oder? Das ist so wirklich so ein Panty-Dropper. Banger! Das war straight up ein Banger. Sowas von, ey. Krass. KZ und Hurra, die Welt geht unter mit Henning May. Liebe Grüße auch an Jakob. Der hat mir das auch schon vor Wochen mal gesagt. Jo, Andi, hört mal da rein. Das erinnere ich mich wieder. Liebe geht raus an Jakob, an A-Squad und an euch da draußen, die mir das gezeigt haben. Das ist, war ein geiler Song, ey. Richtig krass. Oh, schon fertig? Echt? Krass, das ging aber schnell. Eins geht noch, oder? Lass mir doch gerne ein Abo da. Schau gerne das nächste Video und wir sehen uns im nächsten Video. Eins geht noch, oder? Komm.